Kinder, Enkel, Väter, Mütter, Brüder, Schwestern, Omas und Opas, Uropas und Uromas, Urenkel und Urenkelinnen. Nun stellt euch vor, ihr wacht morgen auf und es ist auf der ganzen Erde Frieden. Und alle machen mit. Wie kann das sein? Gestern war 2018. Heute ist 2019. Hast du die Nacht über geschlafen? Hast du das große Fest nicht mitbekommen? Hast du es nicht im Internet, in der Zeitung gelesen, im Radio gehört, im Fernsehen gesehen? Warst du nicht dabei? Hast du es nicht auf der Straße gehört? Jeder Mann, jede Frau hat sich die Geschichte schon heute Morgen erzählt. Es begab sich in der Nacht vom letzten Tag der Volljährigkeit des zweiten Jahrtausends. Und am Morgen 2019, der 1. Januar, war die Welt befreit von jeglichem Leid. Alle Menschen versammelten sich, kamen von Land, von Dorf, von Stadt, von Metropole und suchten nach der Ursache des Leides, des Hungers, der Armut, der Ungerechtigkeit. Und sie fanden die Produzenten des Krieges. Sie fanden die Tötungsindustrie und die Brutstätte alles Übels. Es war nicht die Keule, es war nicht der Pfeil und Bogen, es war nicht der Bumerang. Es war das Schießpulver. Es war nicht die Kanonen und der Stahl. Es war nicht das Feuer. Es war das Schießpulver. Und so strömten alle die Menschen mit ihren Familien, mit Kindern und mit Erwachsenen und mit Alten, die noch laufen konnten oder in ihren elektrischen Rollstuhl, Abend, alle strömten zu den Brutstätten des Übels. Und dort war kein Mensch zu sehen. Alles war hermetisch abgeriegelt. Die Maschinen funktionierten schon seit Jahrhunderten selbstständig, ohne dass eine Menschheit irgendetwas tun musste, außer an einem Rechner, einer Maschine, einem Computer zu sitzen. Knöpfe zu drücken. Und dieses Hochsicherheitsgefängnis für das Pulverfass, das auf der ganzen Welt verstreut war, in Kellern, in Bunkern, in Tunnelsystemen, kilometerweit unter der Erde, im All, in den größten Bergen, in den tiefsten Schächten, in den weitesten Seen und den tiefsten Meeren, wurden alle gleichzeitig aufgestöbert von dieser Menschenmasse, die sich auf dem ganzen Erdball verteilt hat, digital organisiert und lokal, haben sie es geschafft, alle zu kartieren, zu eruieren und zu organisieren. Und plötzlich standen sie da vor offenen Türen. Die 0 und die 1 wurden verdreht. Und die digitalen Schlösser öffneten sich wie von Zauberhand. Alles war sichtbar, alles war wie die Höhle des Schreckens, die Gruft der Toten, die noch kommen würden in den nächsten Jahrhunderten und Jahrtausenden, eröffnete sich wie ein zauberhafter Sarg, der noch mit ganz viel Gräuel und ganz viel Elend und Ungerechtigkeit auf ihre Bestimmung warteten. Aber dann, als sich die Tore öffneten, die
Menschen bedachtsam, friedvoll und ruhig, fast ängstlich in die Gruft abstiegen. Alle in ihrem Land, in ihrem Ort, in ihrer Zeit, waren konfrontiert mit den Möglichkeiten der Zukunft und den Grausamkeiten der Vergangenheit, die aus dieser Brutstätte immer wieder wie ein giftiges Gas ausgetreten war. Nun waren die Tore offen. In allen Ecken, Löchern und verließ diese Welt, ging sie auf das Schießpulver zu. Und gleichzeitig haben sie sich dazu entschieden, ein Freudenfest daraus zu machen, zur endgültigen Niederlage des Todes gegenüber diesem natürlichen Zyklus der Erde. Das Mensch gewollte friedliche Zusammenleben ohne Waffen war ein greifbarer Nebengeruch. Und so entzündeten sie im neuen Jahr ein Freudenfeuer mit tausend Farben, überall verteilt auf dem Erdball, und zogen sich zurück aus den Höhlen, den Verliesen, den Bunkern, den Tunneln, den Kellergewölben, aus Kilometer tiefer Erde, aus den Seen und Bergen, kamen zum Licht, zum Morgenschein der Sonne des ersten Tages, Jahre 2019. Die Menschen haben das Höhlengleichnis, alle gemeinsam. Haut und Haar, alles an ihnen hat sich verändert. Sie haben es erlebt. Sie haben es miterlebt, den Tag des ewigen Friedens. Der Beginn einer neuen Ära. Die Menschheit hat sich wieder in die Natur eingeklinkt. Und durch die Verlinkung aller Gedanken, aller Netzwerke des Zeitgeistes haben wir als Spezies einen entscheidenden Schritt zur Menschlichkeit gemeinsam getan. So brannte also das Feuer des Schießpulvers, aller Bomben, aller Munition, aller Tötungsindustrie der Welt hinter ihnen ab, anstatt dass sie Silvester mit Feuerwerk beginnen, weil ein einziges und ein letztes Mal aufbäumen der menschlich fehlgeleiteten Emotionen. Überall. Die Menschen hatten Zeit füreinander. Mit Willen, Verstand und Einklang und Harmonie. Das ist keine Geschichte, keine Illusion, keine Religion. Das ist ein Land. Erde, ein runder Ball, der fliegt durch alle. Und wir sind hier unbedingt. Vernetzt.